Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich habe einen netten Kommentar gehabt, ich blende ihn gerade mal ein. Was erklärt, warum wir das letzte Mal im Gebirge erfroren sind, trotz Wolfsumhang. Wir waren nass. Mensch, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Also ja, macht natürlich vollkommen Sinn, dass das so nicht ganz funktioniert. Aber ich wäre tatsächlich von selber aus nicht drauf gekommen. Vielen lieben Dank erstmal für den Tipp. Das hat mir eine Menge Kopfzerbrecherei erspart. Sagen wir es mal so. Ich habe jedes Mal wieder Angst gehabt, wenn wir uns ins Gebirge teleportieren, dass das wieder passiert. Ich hätte das wahrscheinlich nie gecheckt. Ich wäre wahrscheinlich 5-mal in den nächsten 20 Folgen nass darüber gegangen. Und hätte jedes Mal mich wieder aufgeregt. Also vielen lieben Dank dafür. So, wir machen jetzt erstmal kurz das Inventar leer. Wo haben wir denn Wertvolles hin? Ich glaube, ich habe gar nicht mehr Wertvolles. Die Kiste hatte ich aufgelöst. Ich hatte eine Kiste für Münzen. Das andere, habe ich das mit bei Stein reingeworfen oder bei Sonstiges? Auch nicht. Die Edelsteine, genau. Jetzt kommt es langsam wieder. Bam, das alles weg. Dann haben wir noch die Knochenkiste. Ich muss mich tatsächlich immer noch an die neue Ordnung dran gewöhnen. Können hier schon mal einen noch mit rausnehmen. Ja, das war halt, keine Ahnung, 100 Folgen war die Ordnung gleich und dann musste ich es halt durcheinander bringen, weil wir erweitern mussten. Ich glaube, das ist nachvollziehbar, dass man sich da erstmal wieder dran gewöhnen muss. So, noch ein paar Augen, 12 Blaubeeren sogar insgesamt. Geil. Davon haben wir nämlich nicht so viel. Und so ein bisschen Harz noch, aber wir haben letzte Folge die ganzen Fackeln voll gemacht. Was wiederum bedeutet, dass wir da noch keine wieder reinpacken können. Kein Harz. So. Einmal durchrepariert. Und jetzt bin ich gespannt. Wo ist der Drachenhelm? Da haben wir ihn. 2x Drachentrophäe. Okay, also können wir den tatsächlich doch schon vorher bekommen. Wir brauchen bloß noch eine Trophäe und natürlich etwas Silber. Auch 20 Rüstungen und ich finde, das Ding sieht mega, mega geil aus. Cool. Also, Trophäe weggepackt. Einmal mit hier rein. Und dann schnappen wir uns jetzt noch 10 Silber. Zack. Und ich würde sagen, wir machen uns erstmal den Beinschutz auf die 3. Ach nee, da braucht man einen Zahn. Okay, da machen wir den Brustschutz. So viel zu dem Thema. Dann muss ich jetzt nicht nochmal zur Truhe rennen. So. Einmal das. Bam, 67 Rüstung. Wir werden einfach immer geiler. Ja, und ich hatte auch den Kommentar, dass es eigentlich schlau wäre, entweder hier oder hier die Wand so ein Stück rauszunehmen, dass wir an die Schmiede rankommen. Dann hätten wir nämlich auch nicht das Problem, wenn wir hier das Metall rausnehmen, dass wir dann immer komplett überladen, hier so langsam, hier ungefähr in der Geschwindigkeit sogar noch langsamer hier rumbuckeln müssen. Prinzipiell finde ich die Idee nicht dumm. Wir könnten natürlich... Ah, ich weiß es noch nicht. Ich hoffe, jetzt fällt nichts ein oder so. Das wäre ganz schlecht. Ich habe da echt immer mega Schiss. Was ich überlegt hatte... Sieht dann halt bloß irgendwie so gar nicht cool aus. Fällt mir gerade auf. Was haben wir denn jetzt hier? Wir sehen es nicht gut. Es ist zu dunkel. Wir hauen uns erstmal kurz aufs Ohr. Na gut, das sieht mit dem Balken mega doof aus. Ich hatte halt überlegt, wenn wir die Schmiede jetzt einfach für längst hier hinstellen, kommen wir halt auch hier ran. Ich weiß halt nicht, inwiefern das hier irgendwas hält, aber ich glaube, es hält nichts. Mit dem Balken würde ich ungern wegreißen. Wo kommt denn der Balken her? Was hat der für eine Aufgabe? Ach so, der hält das Ding hier. Ich weiß es noch nicht genau. Irgendwie werden wir das mal noch früher oder später umbauen. An sich können wir es auch einfach, na gut, wenn wir es hier oben hinbauen, müssen wir genauso hier hochlaufen, so völlig überladen. Da planen wir eigentlich den Händler finden und unbedingt dort den Gürtel kaufen, dann haben wir das ganze Problem nicht mehr. Mal schauen, ich mache mir da mal ein bisschen Gedanken. Also an sich guter Einfall, definitiv. Aber es soll natürlich auch ein bisschen nach was aussehen.
möchte hier ungern den Balken wegreißen, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der hier am Ende noch hält und bevor hier irgendwas einbricht. Wir bauen es jetzt erstmal wieder zu. Und dann überlege ich mir das nochmal in Ruhe, wie wir das am besten machen. Wir könnten natürlich auch einfach hier aufmachen. Bam. Das wird ja hier nichts halten. Könnten auch hier Querbalken wieder reinziehen. Das wenigstens so ein bisschen stabil aussieht. Wäre an sich auch nicht verkehrt. Finde ich gar nicht so hässlich und wir könnten von hier an die... Nein, Na gut, wir können die noch ein Stück weiter hinterräumen. Wäre natürlich prinzipiell auch eine Überlegung wert. So finde ich es gar nicht so verkehrt. Ist es halt offen. Notfalls bauen wir hier noch so zwei Senkrechtbalken rein. Mal gucken. So. Wir gucken jetzt erstmal kurz. Ich habe noch drei Hirschfälle einstecken. Die müssen weg. Bam. So, Essen und so weiter passt alles. Perfekt. Jetzt müssen wir mal gucken. Das Portal hatten wir auf jeden Fall Schlange genannt. Ist es das? Jep, das ist es. Jetzt würde ich gerne mal gucken, wo wir rauskommen. Ob wir jetzt hier direkt im Sumpf landen. Wir landen hier mit dem Floß. Wir sind im Sumpf. Hier ist auf jeden Fall ein Schlundi. Wir sind auf der Seite noch. Schlundi gegen Krautzwerg. Krautzwerg hatte noch nicht einen einzigen Schaden gemacht. Habt ihr das gesehen? Bei denen hält die Vergiftung recht lange an. So, also ich hatte es befürchtet. Es war ziemlich dumm, was ich getan habe. Wir haben hier das Portal hingestellt und dann mit dem Boot rüber. Das war richtig doof. Wir haben zum Glück noch ein Floß hier. Das heißt, wir können mit dem Floß rüber, um uns unser Boot wieder zu holen. War das ein richtiges Boot? Das war doch auch bloß ein Floß, oder? Ah, ich weiß es nicht genau. Ich glaube fast, wir haben da auch nur so ein Floß hingebaut. Weil unsere richtigen Boote waren doch kaputt. Ja, auf jeden Fall. Wir waren bloß mit einem Floß unterwegs bei der Rettungsaktion. Definitiv. Also ich brauche nicht hier rüber. Macht keinen Sinn. Dann... bin ich am Überlegen. Machen wir doch mal hier rüber. Ne, hier unten war die Schlange. Ja, es macht eigentlich alles keinen Sinn. Wir brauchen vorher Eisen. Anders wird's nichts. Haben wir den Schlüssel dabei? Natürlich nicht. Ne, wir müssen wieder nach Hause. Also die Sache ist, die Schlange, die uns hier... Na gut, die hat uns nicht erledigt, aber die halt hier war. Die war irgendwo hier vorne, hatten wir die schon angelockt. Und dann haben wir es ja noch geschafft. Gerade so wieder hier zu der Insel zu kommen. Das möchte ich mit dem Floß nicht probieren. Ich würde die schon ganz gerne mit dem Boot wieder anlocken, dass die auf uns aggressiv rüberkommt oder aggressiv auf uns wird. Wir uns dann wieder hier hinhangeln und dann einfach vom Festland aus diese Schlange töten. Ja, die Schuppen hätte ich natürlich auch sehr gerne. Würde ich es gerne mal probieren, so einen Fisch zu kriegen. Das ist echt gar nicht so einfach, ne? Wir können auch mal die Harpune bauen, vielleicht wird es ja damit was. Ja, und die andere Schlange, die ist ja sowieso mitten im Meer, gefühlt. Die versteckt sich ja irgendwo hier, glaube ich. Die müssen wir auch mit dem Boot anlocken. Aber bevor wir das machen, hätte ich gern das richtige Boot. Das heißt, wir schnappen uns jetzt mal den Schlüssel, damit wir in die Krypten kommen und reisen nochmal zum Knochenwanz dort runter und holen uns noch ein bisschen Eisen, weil wir haben gar kein Eisen mehr. Wir haben hier noch Silber. Wir haben noch ein bisschen Zinn. Aber wir brauchen Eisennägel. Ah, jetzt. So, dann zeig mal Eisennägel. Ein einziges Eisen bloß. Ah, schade, dass wir das nicht mehr haben. Könnten prinzipiell den Steinmetz oder die Schmiede oder so abbauen. Aber nee, die Schmiede nicht. Steinmetz hat, glaube ich, auch ein Eisen mit drin. Aber das ist es mir jetzt nicht wert. Komm, wir gehen mal kurz wieder in den Sumpf. Kommt auch wieder ein bisschen Abwechslung rein. Holen uns dort noch schnell ein Eisen. Bauen uns das mal und dann gehen wir mal auf Schlangenjagd.
Den Blutsack wollte ich doch einmal hier und Blaubeeren. Blaubeeren, Blaubeeren, Blaubeeren. Was ist denn da oben? Der Fermentierer. War da was drin? Oder warum kluckert der gerade so? Oh ja, wir hatten was drin. Habe ich schon wieder ganz vergessen. Ach stimmt, mit des Frostwiderstands. Brauchen wir zwar jetzt nicht mehr, weil ich weiß, dass wir einfach nass im Gebirge waren. Aber natürlich gegen die Drachen-Einfrierungsangriffe ist das gar nicht so verkehrt. Naja. Sag mal spätestens bei der Drachenmutti und auch so würde ich ab und zu mal einen mitnehmen. Nächster Kommentar, mir fällt, ich weiß nicht, ob das... Nächster Kommentar, sagen wir es einfach so. Wir sollen noch eine kleine Bank hinbauen. Das finde ich prinzipiell auch eine gute Idee. Könnte man eigentlich machen. 6 Edelholz kostet der Spaß. Bin halt noch am Überlegen. Wenn wir das hier so vor diese Holzbalken packen. Irgendwie gefallen mir die Holzbalken noch nicht. Also die hier außen sind okay. Ich finde auch die Größe mittlerweile okay, weil der Baum ist halt auch einfach dementsprechend groß. Vielleicht hier so hin, jeweils eine. Komm, das machen wir noch schnell. Ja, mir fällt einfach in jeder Folge immer mehr ein, was ich an Kommentaren gelesen habe. Deswegen, pardon, wenn ich da manchmal vielleicht irgendwas durcheinander bringe. So, Edelholz haben wir genug. Oder ich in drei verschiedenen Folgen Sachen erzähle, die in einem Kommentar zusammenstanden, aber es mir einfach alles später erst wieder einfällt. Deswegen war ich gerade so ein bisschen verwirrt. So, hier eine Bank hin. Hier eine Bank hin. Wir haben leider keine Mülleimer. Ich hoffe, die Besucher... Geruch von Schwefel liegt in der Luft. Was ist denn jetzt? Oh, ist das Drachen oder was ist das? Ey, krass. Wir hatten es noch nie. Was ist es? Ich habe echt Angst gerade. Aber was ist es? Ich sehe keine Drachen. Also es sieht mega, mega geil aus. Wo ist denn der? Der Kreis ist genau hier. Der Kreis auf der Karte ist... irgendwie genau hier. Aber vielleicht... Gut, wir gucken mal. Da hinten ist was los. Ach, sind das diese Typen mit den Surtling-Kernen? Auf jeden. Die heißen direkt Surtling. Oh Gott, die sind extrem schnell. Ah, die schießen Feuer. Ey, nicht Feuer auf Holz. Ah, wie soll man die denn treffen? Verdammt. Wir müssen, glaube ich, warten, bis die angreifen. Da schießt ja gerade so viele Pfeile. Okay, also Nahkampf ist echt schwer. Fernkampf ist echt schwer. Ah, cool. Sterben die einfach im Wasser, weil die brennen? Würde natürlich Sinn machen. Das heißt, der Graben wäre noch viel geiler, als ich eigentlich schon dachte davon. Wir haben ja gerade gesehen, die haben ja ordentlich abgekackt. Da drüben ist noch was los. Hatte ich noch nie. Die lila Färbung von der Atmosphäre hier, von der Luft, finde ich mega, mega geil gemacht. Und anscheinend müssen die echt einfach nur blöd in den Graben hier reinrennen. Geil, die Nixen. Sie verteidigen uns. Bam. Oh, jetzt habe ich ihn erwischt. Also unser Graben ist einfach das Geilste, was geht. Hätte es besser laufen können? Ich glaube nicht. Mann, triff doch. Einer weg. Die bleiben halt auch einfach stehen, weil die wollen nicht ins Wasser rennen. Die wissen aber auch nicht, wohin. Da ist die KI einfach zu doof für. So, wir stehen nicht im Kreis so richtig drin, ne? Muss hier drin stehen bleiben, ansonsten hört das nicht auf. Ich finde es ein bisschen komisch. Wir können mal kurz ranzoomen. Komm halt, jetzt der Geruch verblasst, perfekt. Ach geil, ich liebe unseren Graben, habe ich das schon mal erwähnt? Ich glaube, wir haben jetzt auch wieder ohne Ende Surtling-Kerne bekommen. Und eine Surtling-Trophäe, auch cool. Die sieht bestimmt geil aus. Die würde ich irgendwo hinpacken, wo die Kohlenmeiler sind. Ein Schmelzöfen, halt irgendwas, was mit Feuer zu tun hat.
denke, das könnte ganz cool zusammen aussehen. So, bam. Ach, Kohle verlieren die auch noch. Wo ist der andere hingelandet? Glaube eigentlich auch mit hier, aber naja. Nur ein Kern, schade. Davon hätten wir tatsächlich mal ein paar mehr gebrauchen können. Aber hey, die Arbeit hat sich einfach voll gelohnt. Bisher ist echt egal, was kommt. Wenn die Drachen dann kommen werden, dann, ja, wie will man sich dagegen schützen, wenn was Fliegendes kommt? Ich hoffe einfach nur echt ganz stark, dass wenn wir irgendwann in den Ebenen unterwegs sind, dass es keine Todeskito-Angriffe gibt. Also dann höre ich auf mit dem Spiel. Also ganz ehrlich, na gut, vielleicht haben wir dann schon die extremst geilste Schwarzmetallrüstung und so ein Todeskito-Stich tut uns nicht weh. Dann wäre das auch noch okay, aber ein bisschen Angst davor habe ich schon. Ich würde den mal ganz gerne mal fix hier oben hinhängen. Ich will einfach nur mal gucken, wie es aussieht. Ah, okay. Gar nicht mal so spektakulär. Hängt halt auch zur Hälfte in dem Holzding drin. Gucken wir uns später nochmal in richtig an. Also, Trophäe. Einmal das noch mit reingeschmissen. Aber 18 Kohle. Finde ich prinzipiell auch nicht verkehrt. Hatten wir jetzt alle Bänke fertig? Ich glaube ja, ne? Zack, und noch schnell einen nächsten Schwanz. Bam, Folge schon wieder fast rum. Tut mir leid, aber den Angriff konnte ich nicht beeinflussen. So, dann lasst uns mal ganz schnell jetzt den Schlüssel holen. Und ab in den Sumpf. Jetzt ist eine gute Frage, wo ich den habe. Weil sonstiges schon mal nicht. Was, das ist das Chitin noch, ne? Genau. Edelsteine nicht. Oh Gott, wo ist dieser doofe Schlüssel? Hier ist er. Bei Werkzeug. Ja, macht vielleicht auch Sinn. Dann holen wir uns jetzt nämlich mal ganz flink einfach so ein bisschen Eisen. Also ein Eisen würde schon reichen, dass wir die Nägel... Obwohl, ich weiß nicht, wie viel Nägel wir brauchen. Ne, wir müssen schon ein bisschen mehr Eisen holen. Aber zumindest jetzt nicht extrem viel. Damit wir das große Boot bauen können, dann haben wir halt einfach einen mega geilen Torger Reißzahnbogen und auch noch eine bessere Rüstung. Ich denke, so mit der Kombination müsste es dann auch mal klappen, so eine Seeschlange zu besiegen. Weil wie gesagt, aus den Schuppen kann man wohl irgendwie... Schon wieder? Das würde ich jetzt auch gern mal rausfinden. Welche Richtung wird's mehr? Hier wird's weniger. Ah, andauernd werde ich von der eigentlichen Sache, weswegen ich hier bin, abgelenkt. Das tut mir leid. Hier wird's mehr. So, irgendwo hier. Kommt hier schon wieder was? Nö. Gerne mal wissen, was wir jetzt finden. Ach, schlammiger Schrotthaufen. Ey, perfekt. Da müssen wir gar nicht in die Krypte. Wenn der Eisen abwirft, natürlich nur. Cool, also die können wir tatsächlich auch unterirdisch finden. Ein Eisen haben wir gefunden. Das wird, glaube ich, nicht reichen, weil da kriegen wir 20 Nägel raus und das andere Boot haben wir doch, glaube ich, auch schon viel mehr gebraucht, oder? Schade eigentlich. Hier ist noch was. Das wollte ich eigentlich auch gar nicht. So. Jetzt haben wir schon mal zwei Eisen. Ach, Mann. Kann man nicht mal in Ruhe hier ein bisschen Eisen ausbuddeln? So. Ah, ich bin hier so halb im Wasser und ohne Ausdauer und was weiß der Geier was. So. Nein, ist doch gut. Mann, ihr macht mir sowieso keinen Schaden mehr. Ich kann hier eigentlich reinprügeln, wie ich möchte. Skelett da hinten weiß nicht mehr, was es machen soll anscheinend. Gib mal das noch her. Wir machen jetzt erstmal direkt wieder zurück. Na. Bam. Bam. Weil die Folge ist leider schon wieder rum. Und vielleicht haben wir doch Glück, dass es mit zwei Eisen reicht. Ich glaube aber fast nicht, weil dann kriegen wir 40 Nägel raus. Ich weiß nicht mehr. Ich habe irgendwie so ein bisschen im Kopf, dass das andere Boot 80 Nägel gekostet hat. Bin mir aber nicht sicher. Wir werden es gleich sehen.
So, wir können ja hier mal schauen. Das andere Boot, das hier. 80 Bronzenägel. Gut, dann wird das im Leben nicht reichen, aber dann können wir zumindest jetzt hier in der Basis die Folge erstmal beenden. Und kriegen das dann nächste Folge noch hin. Wie sieht's denn kohletechnisch aus? Eine bloß noch drin und hier 14. Dann haben wir die zweimal schnell hier rein. Und machen an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Holen uns nächste Folge definitiv noch das Eisen, dass wir uns das große Boot bauen können. Und dann geht's mal ein bisschen auf Seeschlangenjagd. Ich bin gespannt. Ich hoffe ihr auch. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Macht's gut.